Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht heute ein DM-Haul, ein H&M-Haul, ein C&A-Haul und das, was wir in Dänemark gekauft haben im Urlaub, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Es ist nicht viel, aber das, was wir haben, reicht auch, glaube ich. Wir waren in einem Laden, da hatten die... Oh Gott, wie heißen die denn? Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Steht das so drauf? Weiß ich jetzt nicht, wo sie dieses Melamin-Geschirr haben. Und da habe ich drei Becher geholt. Einmal einen großen, den trinke ich auch gerade raus, ist in Benutzung. Genau, ist übrigens Wasser mit ein bisschen Zitronensaft reingespritzt. Und noch zwei kleine, die wurden heute benutzt, also falls die ein bisschen dreckig aussehen, nicht wundern. War nur Wasser und Bananensaft drin. Einmal so ein gepunkteter mit so einem Regenbogen und einmal so ein schön. Trinken die Kinder sehr gerne raus, sogar die Jungs. Genau. Und was wir noch in dem Laden geholt haben, ist von Dawn by Deer. Ist, glaube ich, auch eine ganz bekannte Marke. Waren so Strohhalme, war so ein Fünfer-Set, da war auch ein Reiniger drin. Und die sehen halt einfach aus so wie Blumen, Stängel. Und die Kinder lieben es. Und die sind auch Silikon. Genau. Lieben die Kinder. Und die sind auch perfekt für solche kleinen Dinger, die sehen dann so. Die Kinder freuen sich über Strohhalme. Oh. Gut, was haben wir denn noch in Dänemark? Aus dem Laden haben wir gar nichts mehr. Dann waren wir in einem Panzermuseum. Da durfte sich jedes Kind ein Fahrzeug aussuchen. Da hat Jerome sich diesen Jeep ausgesucht. Marie hat sich diesen Bus ausgesucht. Und Leon hat sich einen Panzer ausgesucht. Genau. War richtig interessant, dieses Panzermuseum. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja aber riesen Respekt vor Panzer und alles, was mit Bundeswehr und Krieg zu tun hat. Genau, die Kinder fanden es aber spannend. In zwei, drei Panzern konnte man sogar reingehen. Genau, die Kinder fanden es richtig toll. Dann etwas, was unbedingt mit musste, war ein Dänemark. Magnet für den Kühlschrank, genau. Der steht auch noch der Preis dran. 1995 Kronen. Also, genau. So, dann waren wir in so einem Ramschladen und mein Freund hat dieses Tablet. Das ist so ein Malding, wo man dann da drauf drückt und das verschwindet dann. Hat er geholt. 60 Kronen. Nützt nichts, die Preise euch zu nennen. Ja. Hat er geholt, habe ich jetzt noch nicht ausgepackt für Marie. Was wir für Marie geholt haben, ist ein Football, ein kleiner Football. Die Marie liebt Bälle. Sie möchte jedes Mal einen Ball haben, wenn wir einkaufen sind oder Co. Und ich finde es doof, immer nur Bälle, ganz normale. Und ich dachte mir, komm, da holen wir ihr einfach jetzt mal so einen Football. Genau. Und da hat sie einen bekommen. Kann man auch neue Luft reinmachen. Genau. Und was wir noch in dem Sportladen geholt haben, war ein neuer Rucksack für den Leon von Hummel. Von 200 Kronen auf 150 Kronen. Genau, der Leon braucht unbedingt einen Rucksack. Der hat so einen kleinen, der ihn gar nicht mehr passt. Und für den Fußball, da müssen ja Fußballschuhe rein. Wenn wir in der Halle Fußball spielen, dann müssen da Fußballschuhe rein. Genau. Was kommt da noch rein? Snack, trinken und ja, er brauchte unbedingt einen großen. Und den fand er auch schön. Und den hat er dann auch bekommen. Da passt richtig gut viel rein. Also wenn er mal im Kindergarten Ausflug macht oder wir mal einen Ausflug machen, passt dann definitiv alles rein. Und man kann den hier gut halten. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hummel. Genau, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Und diese Marke ist auch bei uns ja bekannt. Genau, den hat er bekommen. Und dann war ich noch in einem Kinderladen drin und habe für Marie drei Teile geholt. Einmal dieses Pepper-Shirt. Ich fand das süß. Und ich habe das hier in Deutschland so noch nie gesehen. Ein Langarm-Shirt in 98 fällt genau direkt auf. Ist von Name It, steht drin. Und dann noch von Name It diesen Anzug. Der war auch reduziert. Auf 150 reduziert. Genau. Nee. Ich weiß es nicht, aber der um die Hälfte ist auch von Name It und dann sind die Blumen so drauf gestrickt. Der hatte sie auch auf der Rückfahrt an und hat nicht geschwitzt. Ja, einmal so. Ist, oh, ich kann die Farbe leider nicht mehr richtig rüberbringen, weil das Licht echt
Ich muss mal kurz Licht anmachen. Einen Moment. So, schon besser. So. Genau, den haben wir auch schon gewaschen. Und wieder das drauf gestrickt, das mit den Blumen. Und dazu habe ich auch die passende Hose geholt. Nee, mit kriegt man ja auch hier und online generell. Die passende Hose. Und was da gut drin ist, eine Hose, die ist verstellbar, mussten wir jetzt nicht machen. Genau. Ich fand das auch richtig gut, wenn sie dann im Herbst im Kindergarten ist, dann kann sie das normal anziehen. So. Ich würde sagen, wir machen mit Anziehsachen weiter. Warte, das. Was habe ich denn bei. Ich mache erst H&M, weil ich da nur drei Teile mitgenommen habe. Einmal in Sale für 1,59. Dieses Langarm-Shirt für Marie. Genau. Und für Jerome, der hier war jetzt nicht im Sale. Der hat 17,99 € gekostet von dem Jago. Ein Pulli in grün. Kapuzenpulli ist ja cool. Genau, der Jerome liebt den Jago Dinos. Aber der hier hat ihn auch gefallen. Für 10,99 € nur noch war der reduziert. Mit Sonic? Heißt es Sonic? Ich glaube schon. Genau, auch Kapuzenpullis. Wie gesagt, Kapuzenpulli ist cool. Und auf den Ärmel ist auch nochmal. Ja, er heißt Sonic. Genau. Habe ihn auch gefragt, ob ihr das gefällt. Weil bei Jerome muss man mittlerweile fragen. Bei Leon mittlerweile auch. Ganz langsam schleicht es bei Leon ein, dass man ihn auch fragen soll. So, dann kommen wir mal zu C und A. Ich sortiere mal kurz hier nach Kindern. So, Unterwäsche zeige ich euch nicht. So. Oh, ein bisschen Kuddelmuddel gerade hier, ne? Naja. Ist übrigens überall ist Sommerschlussverkauf. Langsam trudelt das überall ein. Ich habe jetzt nicht alles reduziert geholt, aber ein paar Sachen. Ach, guck mal, für mich habe ich auch was geholt. Vergesse ich immer. Ich hole mir so selten Sachen, dass ich das dann beim Shoppen vergesse, dass ich mir was eingepackt habe. Leon. So. So, Jerome und Marie. Wir fangen mit Marie an, denn mit Leon und mit Jerome das Alter entspricht. Einmal diese Sonnenbrille. War auf 3,99 € reduziert. Maries Sonnenbrille ist kaputt. Die wird ihr jetzt noch ein bisschen zu groß sein. Aber sie liebt es, mit Sonnenbrille rumzulaufen. Genau. Und für nächstes Jahr hat sie dann auch definitiv schon mal eine. Dann diese Leggings für 8,99 € vom Pepper. Die sind drin extrem weich. Und ich komme näher. Pepper. Geht immer bei Marie Pepper. Alles Pepper. Langsam fängt sie sogar mit Puff Patrol an. Dann einmal diese süße Leggings für 6,99 €. Auch extrem weich innen drin mit ein paar Blümchen. Und dann habe ich dieses süße Kleid. Ich würde nie 20 € für etwas ausgeben. Aber dieses Kleid, ich stelle mir sie gerade mit schwarzer Strumpfhose dazu vor. Oder mit so einem Rostbraun. Und dann schwarze Stiefel. Und richtig, richtig süß und herbstlich. Ich habe keine T-Shirts oder so richtig gekauft. So alles, was man im Herbst, Winter benutzen kann. Es hat 19,99 € und das habe ich in 104 geholt, weil Oberteile hole ich ihr ein bisschen größer. Genau. Es sieht so richtig schön aus. Ich freue mich schon, wenn sie das im Herbst trägt. Ja, eigentlich gebe ich keine 20 € für ein Kleid aus, aber wenn ich so ein Stück habe, wo ich mich dran verliebt habe, dann kaufe ich das. Dann für 7,99 € dieses Langarm-Shirt. Da ist auch ein Zopfgummi dabei, aber Marie hat noch nicht so viele Haare. Aber das fand ich auch richtig, richtig süß. Mit Blumendesign. So, und dann etwas, was ich richtig cool finde. Diesen Pepper-Pulli. Erstens, der ist extrem weich und hat solche süßen Ruschen. Genau, und der hat 12,99 € auch in 104 bei bei C&A hole ich immer eine Nummer größer, eigentlich auch bei den Hosen, aber die sind groß, also perfekt ausgefallen für ihre Größe.
Aber fallen kleiner aus, die Oberteile. Deswegen habe ich die meine Nummer größer genommen. Fand ich richtig süß. Da ist nicht einfach Pepper so drauf geklatscht. Und deswegen habe ich den auch mitgenommen. So, das war für Marie. Dann machen wir Leon als nächstes. Da habe ich einmal für 19,99 € ein dreiteiliges Set von Paw Patrol mitgenommen. Einmal dieses graue hier. Einmal kurz zusammen. Ich weiß nicht, warum ich das unbedingt zusammenlegen muss. Dann war das rote dabei. Leon liebt Paw Patrol. Und dann war noch Jace gestreift dabei. Dann hat er sich noch diese Jogginghosen passend dazu ausgesucht. Die haben drei Stück 34,99 €. Das heißt ungefähr 10 Euro noch was. Bla bla bla. Haben die Hosen zusammen einzeln gekostet. Aber geht auch noch. Hier auch mit Puffportur drauf. Und der Leon braucht die Jogginghosen für Fußball. Ab Herbst und Winter wieder. Dann einmal die hier mit Jace drauf. Oh, der ist gestrickt. Die waren auch gestrickt? Nee, die waren gedruckt. Der ist drauf gestrickt. Und dann nochmal die rote hier mit Marshall. Und die passen auch perfekt zu den Langarm-Shirts. Das heißt, wenn die im Herbst draußen spielen, es ist nicht warm, aber auch nicht richtig extrem kalt, dann kann er einfach die Langarm-Shirts den Ding jetzt anziehen. Dann nochmal vom Postportal auch eine Sonnenbrille. Er hat zwar eine, aber er hat die gesehen und fand die richtig toll. Und deswegen kam die jetzt auch für 3,99 € mit. Dann noch eine Schwimmhose, auch vom Paw Patrol natürlich, war auf 5,99 € reduziert. Einfach mit Paw Patrol drauf. Wir waren übrigens in Dortmund, das sage ich einfach, weil wir wohnen in der Nähe von Dortmund. Die richtige Stadt sage ich euch jetzt nicht. Und die haben so viel noch, vor allem Sommersachen, aber ich wollte jetzt nichts für nächstes Jahr schon mal kaufen. Und dann habe ich für Leon in 128, weil die extrem klein ausfällt, für 9,99 € diese Übergangsjacke geholt. Im Sommer ist es ja noch leicht kühl, morgens manchmal. Genau. Eine richtig normale dünne Jacke. Er hat nur eine Softshelljacke und dann nur Sweatshirtjacken. Und ich wollte meine Jacke eine ganz normale. Und für Jerome bei C&A ist eine Dino-Badehose von Jurassic World mitgekommen für 5,99 €. Dann dieser Pulli mit Dinos. Man merkt, Jerome liebt Dinos, ne? Dieser Pulli für 8,99 €. Also ich kann Jerome alles mitbringen, was Dinos hat, was Ninjago hat, was Sonic, Mario oder sonst was hat. Genau. Dann einmal dieses. Hier, das fand er jetzt nicht so toll. Er meint, das sieht ein bisschen aus wie Kind. Mal gucken, ob er es tragen wird oder nicht. Das Set hat übrigens 12,99 € gekostet, was ich euch jetzt zeige, wieder ein Dreier-Set. Genau, das fand er jetzt nicht so toll. Da habe ich zu ihm gesagt, soll er halt zum Schlafen anziehen, wenn es ein bisschen kühler ist oder halt zu Hause nur. Und hier einmal mit denen, das fand er wieder cool. Obwohl ich finde, die sehen genau aus wie der eine aufgedruckt. Und dann war da, das habe ich leider im Geschäft nicht gesehen, nur ein einfarbiges Shirt. Das würde er, denke ich mal, zum Schlafen nur anziehen. Genau, das war's mit Kleid. Nee, ich habe ja auch noch zwei Sachen. Ja, ich habe mir einmal dieses T-Shirt-Kleid in M geholt. Leute, ich habe 8 Kilo abgenommen dieses Jahr schon. 8 oder 9, ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, es waren 8 Kilo. Und ich bin richtig stolz drauf. Und deswegen traue ich mich jetzt einfach mal wieder an eine M. Ich trage L meistens. Aber es fällt auch größer aus. Das ist so ein T-Shirt-Kleid. Das würde ich einfach mit schwarzer Leggings drunter anziehen. Für 9,99 € habe ich mir das mitgenommen. Fand ich cool. Und man merkt, ich mag diese Marmorierung. Sagt man Marmorierung dazu. Und dann habe ich mir ein schwarzes Kleid geholt. Das war auf 7,99 € reduziert. Es sieht so aus. Die Ärmel sind hier. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt. Für den Herbst, Winter auch. Ist dünner Stoff. Geht, denke ich mal. Ich habe es nicht anprobiert. Das habe ich auch in L mitgenommen, ne? Das geht mir bis zu den Knien. Ja, ich mag Sachen lieber, die mir bis zu den Knien geht an Kleidern. Genau. Ganz selten, dass ich mir was mitnehme. Ich kaufe meistens immer nur ein Teil oder gehe zu DM halt, ne? Gut, und dann kommen wir jetzt zum DM-Haul. Oder mache ich das in ein extra Video? Ich habe jetzt so viel gezeigt.
Nein, ich zeige euch das jetzt im Video. Ich habe euch gesagt, also zeige ich euch jetzt. Da kommen wir schon zum Essen. Der Leon liebt ja dieses Babybrei-Frühstück. Habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Und jetzt haben die hier von Fruchtbar. Das ist aus dem Sortiment gekommen. Keine Ahnung, wo der Sticker jetzt ist. Das ist so 1,75 statt 2 Euro noch was kostet. Genau, die will ich Ihnen dann da drüber tun. Das sind so süße Herzchen, Bio-Frühstücksherzchen. Hier stehen hier sind 4 Portionen, 5 Portionen. Aber das hält bei uns länger, weil wir das nur als Topping benutzen. Dann, wenn wir schon beim Essen sind, einmal Traumzucker-Lollis für die Marie. Der Leon auch zwischendurch mal. Hauptsächlich für die Marie, weil die Jungs immer ihr Zeug essen. Also ihre normalen Lollis. Dann Klohängeteile. Und ich habe mich gerade aufgeregt. Ich habe euch im letzten Video, habt ihr gesehen, in meiner Backup-Sammlung, dass ich euch eins gezeigt habe, dass ich noch eins habe. Ich wollte das aufhängen, aber es gibt nur einen so einen Stab. Den wollte ich vorhin abmachen. Ja, jetzt muss ich diese blöde Packung aufmachen, damit ich diesen blöden Stab da abmachen kann. Ja. Oh, ich habe das Gefühl, dass ich hier die ganze Zeit was hängen habe. Das ist meine trockene Nase hier. Genau. Jetzt kann ich die Packung gleich extra nur wegen diesem Stab aufmachen. So, dann kommen wir mal ein bisschen zur Zahnpflege, würde ich sagen. Zahnpflege. Komm, ich habe noch ein bisschen mehr Gold. Warte mal. Das ist ein bisschen chaotisch, ne? Das ist Zahnpflege. Warte mal, ich habe die zwei. Eine Sache fehlt. Kommen wir zur Zahnpflege, zur Zahnpasta. Ich habe Leon sich einmal Elmex ausgesucht. Die hatten auch Odomed mit Jace drauf vom Puff Patrol. Aber er wollte die Maus haben. Genau. Und für Jerome, ich habe noch zwei im Backup. Aber Super Minions Zahnpasta, das soll nach Banane Minz schmecken. Und erstmal guckt euch mal den süßen Karton an. Ne? Und hier, wenn man den dann aufmacht, sind nochmal zwei Minions. Und ich habe schon dran gerochen. Natürlich, erstens finde ich die voll süß, wie die aussieht. Und man kann sie so aufmachen, was ich auch schon mal praktisch finde. Und sie riecht wirklich nach Banane Minz. Bin mal gespannt, wie der Jerome die finden wird. Aber er soll jetzt erstmal die leer machen, die er noch hat. Und dann kann er die hier testen. Genau, bin mal dann gespannt, wie viel er testet. Und ich werde die dann, glaube ich, auch einmal ausprobieren. Weil ich da ein bisschen neugierig bin. So, dann Zahnbürsten. Einmal für mich, zwei. Eine wird mein Freund bekommen und eine benutze ich. Genau, im Mittel hole ich die immer. Genau, ist auch eine LE. Sommer Edition. Ja. Und dann für Jeromes elektrische Zahnbürste neue Aufstecker. Es gibt ja immer blau und pink. Blau hatten sie nicht mehr. Aber den Jerome macht es nichts aus, mit was er seine Zähne putzt. Also, können die auch ruhig rosa sein. Leon hat sich die hier ausgesucht vom Puff Patrol. Sind auch richtig gute Zahnbürsten. Und für Marie hat er auch welche ausgesucht. Einmal die von Dontodent. Die 0 bis 3 Jahren. Mit so einem Stern drauf. Ja. Und dann hat er die von Biene Maya ausgesucht, weil der Kopf ist hier auch relativ klein. Kann ich euch ja mal zeigen. Und die soll von 3 bis 6 sein. Guck mal, die Köpfe sind gleich groß. Genau, mit Biene Maya drauf hat er für Marie ausgesucht. Genau. So, das war's mit Zahnpflege. Und wenn wir schon bei den Kindern sind, ich bin ein bisschen beim Shampoo hängen geblieben bei den Kindern. Leider. Die haben ja nicht schon genug hier. So. Mal kurz reingucken. Was ich nachkaufen wollte, ist eigentlich nur das. Das hatten wir ja im Urlaub mit. Gestern haben wir es zu Ende aufgebraucht hier zu Hause. Da war noch so ein bisschen nach dem Urlaub drin. Und das fanden die Kinder so toll. Den Duft sogar der Große. Dass ich es nochmal gekauft habe. Ich liebe es. Kauft euch das wirklich mal, wenn ihr beim DM seid. Ich habe es noch nicht irgendwo anders gesehen. Es riecht so gut. Deswegen habe ich es nochmal nachgekauft. Und dann habe ich gesehen, dass DM neue Designs hat. Ich weiß nicht, ob es auch neue Düfte sind. Deswegen einmal von dem monstermäßigen Schaumbad. Da steht überall neu dran, aber
Oh, das riecht gut. Das riecht wirklich gut. Bin mal gespannt, ob das den Schaumtest besteht, denn die Kinder wollen Schaum beim Baden haben. Genau. Und dann zwei Duschgel. Das Grüne mit dem grünen Deckel habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich denke, das ist schon lange im Sortiment, glaube ich. Nur ein neues Design. Da habe ich einmal Mähenzauber mitgenommen. Oh. Das riecht nach Frit. Kennt ihr Frit, diese Streifen? Ja, danach riecht es. Aber das Design war richtig süß. Und dann habe ich noch das Design mitgenommen. Hipponauten. Das Design ist so süß. Übrigens, die Kinder sind noch wach. Also Leon, Jerome ist noch wach. Und Leon habe ich gerade auch noch gehört, dass er wach ist, obwohl ich ihn ins Bett getan habe. Das riecht nach Apfel oder so. Steht das hier hinten drauf? Mit fruchtig frischem Duft. Ja, fruchtig riechst du. Aber nach was steht hier mal wieder nicht drauf? Ja, aber richtig süß. Also mir gefällt der Duft bis jetzt besser als der. Bin mal gespannt, wie die Kinder das dann beim Baden finden. Und dann hat Leon, der Jerome geht nicht mehr baden. Deswegen kriegen nur Marie und Leon. Der Jerome geht nicht mehr baden, habe ich gesagt, ne? Ich dachte schon wieder, ich hätte die Kinder verwechselt. Deswegen Maggie und Leon nur ein Schaumbad. Ich war nur mit dem Leon unterwegs. Der Leon hat sich Dinosaurier-Schaumbad ausgesucht. Auch neues Design. Und für Marie hat er sich Seeprinzessinnen ausgesucht. Hat Seeprinzessin ausgesucht. Das hat er sich ausgesucht. So, ich gucke gerade mal, ob hier wirklich nichts mehr für Kinder ist. Nein. Ich habe mir ein Trockenshampoo geholt von Batiste. Das von Balea mag ich überhaupt nicht. Wenn ich es reinmache, sieht man keinen Unterschied. Deswegen, das ist ganz wichtig. Das andere werde ich mal gucken, ob ich es leer bekomme. Das sollte ich auch, glaube ich, weitergeben. Ich habe ja schon da oben eine Ecke, was ich weitergeben werde. Habt ihr im letzten Video gesehen. Und dann wollte ich kein Parfüm haben, sondern ein Bodyspray. Denn Parfüm ist mir zu schwer, wenn es so warm ist. Und deswegen, ich werde ganz normal meinen Roll-On-Deo nehmen und mir das hier über die Kleidung sprühen. Ich konnte mich nicht entscheiden, weil beide Flaschen schön sind. Einmal Parfüm-Deodorant Pure Eleganz und Golden Moon. Und die Flaschen sehen so schön aus. Ich habe auch nicht dran gerochen, ne? Oh, zu viel. Oh, das riecht dezent, aber gut. Das, was ich mit meiner Nase riechen kann. Ah, das riecht voll schön nach Parfüm. Ich finde das bis jetzt besser. Das riecht zwar auch gut. Das erinnert mich an irgendein Parfüm gerade. Vielleicht habt ihr das auch mal benutzt. Vielleicht ist das von irgendwas quasi die Nachmache. Mache. Versuchen ja voll viele. Aber. Oh, doch, die riechen beide gut. Wow, ich werde mir die beide ins Bad stellen und abwechselnd dann täglich nehmen. Ich nehme jeden Tag. Aber ihr wisst, was ich meine. So, dann habe ich für den Haushalt noch Denk mit automatischer Duftsprayer mitgenommen. Herbal Freshness. Ich weiß nicht, ob ich den Duft schon mal hatte. Ich kann mich nicht dran erinnern. Muss ich gleich auch mal nachfüllen. Dann habe ich schon bei vielen gesehen, dass sie dieses hier loben von AUG. Klarmacher. Waschgel mit weißem Tee. Und das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe auch noch nicht dran gerochen. Okay, das ist gut. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich habe zurzeit noch ein anderes. Das werde ich aber danach dann benutzen. Dann Peeling-Gel wollte ich haben für mein Gesicht. Ich habe keins für mein Gesicht. Und manchmal hat man ja so trockene Haut. Ich momentan. Vor allem an der Nase jetzt durchs Naseputzen die ganze Zeit. Und da brauche ich so einmal die Woche so ein Peeling fürs Gesicht nehmen. Das ist ja von der Reihe, die ich momentan auch benutze. So, eine neue Nagelbürste, die ist echt breit und guckt euch mal meine Hand an. Ich habe eine ganz normale Hand und die ist echt groß. Genau, einmal zum Austauschen und sieht nicht mehr so schön aus. Dann ein Nachkaufprodukt, meins ist fast leer. Spitz Protect 2-in-1 Haarkur. Erstens, es riecht richtig gut. Und zweitens, oh ja, es riecht so gut. Und zweitens, es pflegt die Haare wirklich richtig, richtig gut.
Deswegen habe ich es mir nachgekauft. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe es getan. Dann einmal String-Slip-Einlagen brauchte ich neue. Dann habe ich, wie heißt es, Porefiller, also Base mitgenommen. Die hatte ich schon mal, die fand ich gut. Und ich will trotzdem eine günstige Alternative momentan finden. Hier ist irgendwo ein Haar dran. Deswegen habe ich mal von Catrice Poreless Blue Primer mitgenommen. Den hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Und ich habe Poren vor allem hier. Und Poren bekommt man halt nicht mehr weg, auch wenn man drin, wenn es manche Produkte angeblich versprechen. Aber nein. So, guck mal, bevor ich es vergesse, hier liegen noch mal Taschentücher in Spider-Man-Design. Der Leon sich ausgesucht für unterwegs. Für zu Hause benutzen wir ja immer diese Box. Genau. Und mir ist egal, ob ich jetzt eine Spider-Man-Packung in meiner Handtasche habe und mir damit die Nase putze. Es sind da Bilder drauf oder nicht? Oder nur die Packungen mit Bildern? So, dann habe ich mir, nicht für mich, das ist für Leon und meinen Freund. Der Leon hat ja nur hier oben längere Haare zum Zopf. Und manchmal macht er sie trotzdem so zur Seite, einfach nur, dass die so zur Seite liegen. Und dafür brauchen wir das Gel. Und das hier ist richtig, richtig gut. Wir haben momentan eins von L'Oreal, aber es ist überhaupt nicht gut. Es hat die gleiche Stärke wie das hier. Aber ich finde es überhaupt nicht gut und deswegen habe ich das hier wieder nachgekauft. Das andere hat mein Freund nach Urlaub mitgenommen. Das hatten wir nämlich im Urlaub mit. Und dann wollte ich die Aquafeuchtigkeitscreme Gel Mask. Du bist eine Tagescreme-Gel, ja, mitnehmen. Ich bin gespannt, wie das ist. Meine Tagescreme ist fast leer. Das Tiegel, okay, der Deckel gefällt mir jetzt nicht so. Der ist ein bisschen billig. Okay, ich lasse es zu. Wie gesagt, mein Gesicht ist momentan sehr trocken. Und ich habe eine Feuchtigkeitstagescreme, aber mit der bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und ich hoffe, die stellt mich zufrieden. Bin mal gespannt. Aber werden wir im Aufbrauch-Video sehen. Und dann habe ich einmal Schrumpensalbe mitgenommen. Die günstige Fußcreme irgendwie. Ich hatte mal eine von DM. Aber die ist irgendwie nicht mehr im Sortiment. Und die fand ich so gut. Und ich habe mir letztens eine gekauft. Und ich dachte, das wäre die. Aber war sie nicht. Und deswegen habe ich jetzt mal eine teurere mitgenommen. Genau. Die sieht so aus von Scholl. Ich hoffe, die hilft wirklich. Genau. Bin gespannt. Und dann, bevor wir die Maske machen, ich habe einen Puder mitgenommen. Habe ich immer hier, ich habe die 010. Sonst immer habe ich die 015. Und die ist mir manchmal zu dunkel. Aber die 010 sieht ungefähr gleich aus. Da habe ich nachgekauft von Trend Up. Und dann von Essence habe ich auch bei der Frühlingsrolina gehört. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein Blushleiter. Und Leute, der ist so schön. Und ich habe mir angewöhnt, jetzt jedes Mal, wenn ich beim DM bin, nehme ich mir, also Puder und Make-up nehme ich immer mit, wenn es leer ist. Und Primer, so das durchschnittliche wie Wimperntusche auch. Und dann nehme ich mir entweder einen Lidschatten oder einen Blush oder einen Nagellack mit. Und ich habe mir diesen Blush aus der LE mitgenommen. Der war, ist wunderschön. Mir geht es hauptsächlich um den rosa Blush. Ich weiß auch nicht, ob ich den anrühren werde. Ja, wir werden es sehen. Aber der ist so schön. Viel zu schade, um den zu benutzen. Ja, den brauchte ich auf jeden Fall. Und zum guter Letzt kommen wir zu den Masken. Hier war übrigens so eine Capri-Sonne vom Leon drin. Das ihr denkt, ich vorenthalte euch das, falls ihr es. Nein, dann kann das eh nicht sehen. So, ich habe ein paar Augenpads mitgenommen. Ich sortiere jetzt mal kurz nach Augenpads und Marken. Ich sortiere nach Marken. So hätte ich auch mal vor dem Video machen können. Nein, Chrissy, das kannst du nicht. Wir fangen mal mit denen, wo ich weniger habe. Einmal von Shabens Hyaluron Tuchmaske. Habe ich auch wegen der Feuchtigkeit geholt. Genau, ich stehe mal unter mehr auf
Tuchmasken. Das ist immer so ein Unterschied. Mal stehe ich eher auf diese cremige Masken und mal auf Tuchmasken. Dann habe ich noch mal die von Garnier. Ich will die so ein bisschen vergleichen mitgenommen. Und dann Augenpads von Essence zweimal. Auch zum Testen, wie die sind. Genau, ich möchte mich da momentan wirklich durchtesten. Und dann habe ich ganz viel von Balea. Einmal habe ich ein Handpeeling mitgenommen. Ich fand es interessant. Die Peelingkörner fühlen sich auch gut an. Mit Wildrosenöl und Aprikosenkern und Peelingkörner für ein seidiges, zartes Hautgefühl, sanfte Reinigung und Pflege. Genau. Bin gespannt, wie das ist. Werdet ihr dann auch in ein Aufgebraucht-Video sehen? Alle wissen jetzt, warum ich dieses Gesicht mache. Ich wusste nicht, dass ich noch welche habe und habe welche gekauft. Finde ich wirklich, wirklich gut. Wenn ihr Probleme mit einem trockenen Gesicht habt, nehmt euch die. Ich mache sie nicht jeden Tag drauf. So alle 2, 3 Wochen, wenn es überhaupt nicht mehr geht in mein Gesicht. Mache ich die. Dann einmal meine Nose-Strips. Alle wissen die, nehme ich immer. Schon seit Jahren. Dann habe ich auch Augenpads mitgenommen. Einmal die mit Kaktus. Genau. Ich habe das Gefühl, alle Sachen, wo Kaktus drin ist, die spenden so gute Feuchtigkeit. Genau. Und ich nehme nicht Augenpads immer nur morgens, manchmal nehme ich die auch abends. Dann habe ich Hydrogel-Augenpads. Ich glaube, ich habe die auch im Badezimmer schon oder noch nicht benutzt. Die hatten 4 verschiedene und ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Deswegen habe ich die jetzt mitgenommen. Genau. Und dann habe ich eine bedruckte Fußsockenmaske. Buttermilch und Lemon. Duftet nach Buttermilch und Zitrone. Spendet Feuchtigkeit. Genau. Habe ich auch einmal mitgenommen zum Testen. Ich bin gespannt, wie die ist. War's auch. Nächsten Monat wird es sehr putzhaltig, denn meine Putzmittel sind fast alle leer und im Backup habe ich ein paar, aber um neue Backups zu kaufen. Ne? Diesmal habe ich fürs Haus ja nur die Klotengeteile, das Duftspray mitgenommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein etwas längeres Video, aber ein Samstag geht das eh. Und wenn ihr das Samstag nicht guckt, dann einen Sonntag guckt man meistens ja Videos. Ja, ich hoffe, ihr habt euch einen Tee dabei gemacht oder was zum Snacken geholt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.